Hallo ihr Lieben, euer Girl, Cecilia und herzlich willkommen zurück zum Taste Test. Heute mit Linsenchips, Funny Frisch. Ja, ich bin sehr gespannt, was mich hier erwartet. Ich meine Linsen und Chips, was hatten wir schon? Wir hatten die Kesselchips, wir hatten die Ofenchips, wir hatten diese komischen Sachen vom letzten Part, letzte Woche. Diese komischen Schweinshaxenchips, ja, so haben die echt geschmeckt. Und jetzt haben wir Linsenchips. Was zum Geil ist das? Echt, Linse und Chips? Ich kann mir das gar nicht vorstellen. Das Beste, was einer Linse passieren kann. Unsere Funny Fresh Linsenchips aus Linsen hergestellt und knusprig erhitzt. Ah ja. Intensiv gewürzt, besonders knusprig. Paprika-Style übrigens, da gibt es auch noch ganz viele verschiedene. Wenn wir die schmecken sollen, probieren wir die anderen auch noch. Und wenn nicht, tun wir es trotzdem. So funktioniert das ja beim Taste-Test. Ja, ich bin echt gespannt. Linsenchips, was erwartet mich da? Ich habe keine Ahnung, nie probiert, noch nie gegessen. Leute, ihr wollt es nicht glauben, aber die schmecken fantastisch. 11 von 10 Punkten. Richtig geil gewürzt. Nicht ultra scharf oder so, aber leicht pikant. Nicht zu sehr paprikamäßig. Das schmeckt so toll. So toll. Echt, da fehlen mir die Worte. Das schmeckt fantastisch. Boah, das schmeckt so gut. Das schmeckt echt klasse. Ich habe mich verliebt, ihr Lieben. Ich habe mich verliebt. Ja, nach Linse, ich weiß nicht, ob das nach Linse schmeckt. Man merkt schon, dass die Chips irgendwie anders sind, dass die aus anderem Material sind. Aber das schmeckt fantastisch. Schmeckt richtig, 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 richtig gut. Kann ich nicht anders sagen. Ich bin echt begeistert. Sollte man wirklich mal ausprobiert haben. Boah, die machen süchtig. Pikant, dunkel, schon fast ein bisschen rauchig. Sehr eigenartig, dadurch, dass Linsenchips sind. Aber eigenartig im positiven Sinne. Doch richtig gut gewürzt, knusprig, super lecker. Echt. Insgeheim munkelt man. Ich mag die Chips nur, weil die 40% weniger Fett haben. Da muss ich ja drauf achten. Ich wiege 52 Kilo. Bin richtig dick geworden. Und das bei einer Größe von 1,77. Ja. Richtig dick geworden. Ich muss jetzt auf meine Figur achten, deswegen ist mir das so wichtig. Ich laufe natürlich nur Quatsch, kein Essen, was ich will, ich nehme nicht zu. Ich finde das nur so witzig, ich mache mich da gerne drüber lustig. Aber ich muss sagen, sehr gutes Produkt. Schmeckt knusprig, mal was anderes. Pikant, schon fast ein bisschen orientalisch. Hat was drauf, noch ein Linsenchip. Mhm. Kann ich euch wirklich getrost empfehlen. Kriegt auf jeden Fall den Cecil-Stempel. Tolle Chips, mal was anderes und super lecker. Ich weiß, dass da noch andere Sorten von gibt. Die werde ich wahrscheinlich demnächst beim nächsten Einkauf auch noch mitnehmen. Die werden wir auch noch testen. Freue ich mich wahnsinnig drauf. Weil wenn die nur halb so gut sind wie die, dann war das schon ein richtiger Glücksgriff. Fantastisch. Einfach nur cool. Die Linsenchips von Funny Frisch haben mir sehr gut geschmeckt. Falls ihr kennt oder andere Chips von Funny Frisch, schreibt es mir gerne in den Kommentar auch, welche Chips ihr präferiert. Ofenchips, Kesselchips, Linsenchips, normale Chips, Nachos. Ich bin sehr gespannt. Schreibt es gerne unten rein. Ich würde sagen, das war's für den Taste Test. Daumen hoch, falls euch gefallen hat. Falls nicht, könnt ihr das Video gerne favorisieren. Und ansonsten sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Stay awesome. Eure Cecilia. Ciao. Oh, hallo, freut mich, dass du immer noch da bist und das Video bis zu Ende geschaut hast. Dich habe ich ganz besonders lieb. Falls du noch nicht genug von mir hast, kannst du mich auch gerne mal auf den Social Media Kanälen besuchen gehen und da auch ein Follow da lassen. Ich bin ziemlich aktiv auf Twitter, Insta und Twitch und da kann man mich auch erreichen. Hier oben findest du die Playlist zu diesem Projekt
Hier unten ist eine persönliche Empfehlung von YouTube für dich. Und hier kannst du diesen Kanal abonnieren, um nichts mehr zu verpassen. Ciao!